aus wie ein Chinamann. Ist mir schon klar, dass Koreaner keine Chinesen sind, aber es Ja, aber erinnert mich trotzdem an den. da sind die Schimpansen ja Ja, ich besser werde drin. ihm wahrscheinlich nie die Gelegenheit dazu bekommen, ihm das zu Ja, vielleicht sagen. willst du es ja auch gar nicht. Ja, wie soll ich denn das jetzt innerhalb von 5 Sekunden versuchen? Du lässt mich ja gar nicht dazu kommen, das zu versuchen. Ja, du willst es ja auch nicht, ich merke das ja, wie Woher du es willst du willst. das wissen, hä? Tja, weil du noch nicht am Flughafen stehst? Ja, vielleicht packe ich gerade meine Koffer. Nee. Wie, nee. Hörst du es nicht klimpern? Gerade in der Klamotten aus Porzellan, ja? Willst du dich schon mal anpassen zu der inländischen Klamotte, ja? Logisch. Porzellankleidung. Ja. Porzellankleidung ist sehr wichtig. Ihr habt doch alle Probleme, Mann. So, Husky, ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Heute mache ich keine Frontal Rushes. Warum nicht? Das allgemein Weil schlecht das hier. nicht so gut war das letzte Mal. Ich darf von dem nichts sagen, ich habe gar keine Ahnung. Bereit? Nein, Sir, noch Die nicht. Artillerie haut ja schon gut rein. Also ich glaube ich sehr schön. So, die haben jetzt Probleme. Das will ich doch hoffen. Ich habe hier einen Kommandopanzer entdeckt. Ah, sehr schön. Bei F-16 sind schon unterwegs. Ja, das höre ich gerne. Und Kommandopanzer erwischt. Guter Schuss. Die anderen sind so ruhig. Sind die nicht Alter, wert? dieses YouTube geht da auch ab. Bin jetzt von Patriot-Raketen Ich nur weiß, das ist typisch YouTube, ne? über weiter verlinken zu den so Ultimate Girl Fails Competition 2012 Ja, das passt doch perfekt zu Ja, aber du weißt, Patriots hier. Was das Thema davor war? Haieangeln. Oh. Ja, Das ist Haieangeln. immer noch total legitim, meiner Meinung nach. Absolut. Also im Moment sieht es ja gut aus, aber ich wage noch nicht den Mund zu voll zu nehmen. Hälfte haben wir voll, der Gegner noch nicht mal 1000 voll. Ja. Also, solange der Gegner jetzt nicht mit 500.000 T80U kommt. Sind die gut, die T80? Das sind doch voll die Die T80U schrottigen sind, Panzer, oder? nein, die T80U sind einer der besten Panzer, die es gibt im Spiel. Ja. Vor allem die haben auch Raketenwerfer oben drauf. Aber doch sicher nur wegen Preis-Leistung, Nein, Massestockklasse, nein, oder nein, nicht? nein. T80U ist einer der besten Panzer, die die Sowjets haben. Okay. Wollen wir mal gucken, ob wir nicht bei Delta irgendwas entdecken können. Ja, mich wundert's auch. Rechts habe ich schon die ganze Zeit so einen Fuchsaufklärer, der sieht bei Delta gar nichts. Also, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Delta komplett leer ist. Ist auch nicht. Kann gar nicht leer sein, weil sonst hätten die nicht den Kommandoposten übernommen. Stimmt, ja.
kommt es doch nur auf den Infanteristen und sein Gewehr an. Es ist langsam gefährlich. Da hat aber einer einen abgedrückt hier. Meinst du die A10 oder was? Mm, herrlich der Sound. Ich hab mal gehört, wenn die A10 Dauerfeuer mit ihrer Minigun geben würde, dann würde sie irgendwann in der Luft stehen bleiben. Ja. Das stimmt. Also ich wage jetzt mal eine vorsichtige Prognose und sage, es läuft gut. Ja, da schließe ich mich mal ganz vorsichtig an. Sollte es noch nicht so schwer sein, die Typen jetzt zu finden. Ah, oh, eigentlich nicht. So, so 25. Ganze Menge. Das ist nicht gut. Ja, meinst du, der kann uns damit noch gefährlich werden? Stufe 25 ist die A10 der Russen. Ja, aber mit einer Einheit kann der uns doch... Rang 2. Ja, aber meinst du, damit macht der unsere ganze Armee platt? Nein, aber trotzdem. Ah, ich guck mal, ob ich noch Flakpanzer hab. Ja, hast du noch. Sehr schön, wir haben ihn erwischt. Gut. Nee, ja, hab ich, aber bauen kann ich keine mehr. Das müsste jetzt der finale Schlag sein. Yay, gute Arbeit, Husky. Ja, du auch. Danke. Alter, meine A10 hat richtig viele Leute zerstört. Die Liste ist viel zu lang.
Haha, hab ich gesehen.